Moin zusammen, liebe Freunde der Elektromobilität. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Autotauschs. Porsche Taycan gegen Tesla Model S getauscht. Nee, umgekehrt. Tesla Model S gegen Porsche Taycan eingetauscht. Ja, und ich sitze jetzt immer noch in dem Porsche Taycan von Stefan Schwung. Und Stefan fährt mit meinem Model S rum. Wir fahren natürlich ein bisschen durch die Stadt. Ich erlebe den Taycan so im Alltag. Erzähle euch, was mir alles an negativen, aber auch an vielen positiven aufgefallen ist, und ich gehe mit dem Wagen noch auf eine Langstrecke. In diesem Video werden wir also viele verschiedene Fahrsituationen erleben, und am Ende dann bringt mir Stefan mein Model S wieder und wir ziehen mal gemeinsam ein Fazit, wie uns jetzt das jeweils andere Auto gefallen hat, wie wir es persönlich erlebt haben, was für Kritik haben wir, was finden wir gut. Ja, das wird doch total spannend und deswegen freue ich mich schon auf dieses Video, also unbedingt dranbleiben. So, Leute, da das mit meinem Fahrprofil nicht klappt, habe ich jetzt Stefans Profil genommen. Also immerhin habe ich jetzt meinen Sitz auf die Taste 3 gelegt, dass ich nicht jedes Mal von Hand hier irgendwie meine Sitzposition ändern muss, weil er dann, wenn ich als Stefan mich hier anmelde in dem Porsche, dann stellt er natürlich alles auf Stefan ein. Gut, das haben wir schon mal geregelt. Also irgendwie scheint er meinen Porsche-ID-Account, den ich zwar angelegt habe, auch in der App funktioniert ja, ich kann mich damit einloggen, aber irgendwie möchte der Porsche hier mit diesem Porsche-ID-Account kein Profil anlegen. Ja, warum auch immer, ich werde es wahrscheinlich nicht rauskriegen. Dazu kam auch noch gestern, ich hatte gestern jemanden hinten sitzen und er wollte dann aus der Beifahrertür wieder aussteigen. Das ging dann irgendwie nicht. Die Tür ging nicht auf, also da hätte ich jetzt auf Kindersicherung getippt, aber ich finde hier ums Verrecken keine Kindersicherung. Und dazu kommt jetzt noch, dass hier eine rote oder eine gelbe Warnmeldung erschienen ist, Türsicherung gestört. Ja, die kriege ich hier auch zu sehen, wenn ich hier mal bei den Apps auf Benachrichtigungen gehe. Na, da steht hier irgendwie ein gelbes Warndreieck beim Auto. Wenn ich da drauf drücke, dann passiert nichts. Ja, jetzt passiert was. Keine fahrzeugspezifischen Benachrichtigungen. Hä? Aber es ist doch ein Warndreieck da. Warum habe ich denn keine Benachrichtigungen? Gestern hatte ich sie noch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es gestern noch die Meldung, Türsicherung gestört. Und man konnte sie sich vorlesen lassen, man konnte die Werkstatt anrufen und dann konnte man noch zwei andere Dinge, man konnte sie aber nicht löschen. Das heißt, ich werde jetzt hier immer irgendwie diese gelbe Warnung haben, zumindest hier so ein gelbes Warndreieck, egal was ich tue, ich kriege das nicht weg. Das muss dann Stefan regeln. Gut, ja, so viel zur ersten Erfahrung hier im Porsche Taycan. Also alles Gold, was glänzt, ist dann da doch nicht. Und das Geile war, wo man sich diese Meldung vorlesen lassen konnte. Ich versuche das später nochmal zu reproduzieren. Türsicherung gestört. TC Warn Message Detail Warning I313 Text Area 1 Base. Also da ist bei der Software, zumindest was das angeht, auch noch irgendwas zu optimieren. Und das ist nicht das Einzige, was hier zu optimieren ist. In der Software wohlgemerkt. So, jetzt muss ich ins Büro. Das heißt, wir fahren jetzt hier in die Überseestadt. Das sind so 12 Kilometer oder so. Dann gucken wir mal, dass wir hier rauskommen aus der Einfahrt. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Jetzt habe ich bloß keine Rückfahrkamera mehr, weil ich gerade die Meldung ausgeschaltet habe. Okay, wo war nochmal die Kamera bei Stefan? Hat er sich hier auf den Shortcut gelegt? Da ist sie, genau. Sehr schön. Ich muss mich erst an den Wagen gewöhnen. Er ist zwar gar nicht so groß von den Proportionen, aber wenn man das erste Mal in so einem Auto fährt, dann ist man ja doch erstmal etwas unsicher, zumal es ein nicht ganz billiges Auto ist. So, auf jeden Fall kann man hier das Gas sehr schön dosieren. Nicht so wie im BMW, wo doch alles irgendwie etwas ruckartig passierte. So, auf geht's. Ich bin ja schon mal Taycan gefahren, den 4S damals, als er rausgekommen ist. Und ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass der auch ohne eingeschalteten, wie heißt das Ding, Sound, Porsche, irgendwas Sound, dass er da so laut war. Also hier der Motor oder die Motoren, die
hört man schon extrem laut, finde ich. Also eigentlich dachte ich immer, der künstliche Sound wäre eingeschaltet, ist er aber gar nicht. Den kann ich jetzt hier mit dieser Taste nochmal einschalten. So, jetzt ist der Sports Sound, so heißt er, aktiviert. Das klingt dann tatsächlich besser als ohne, weil dieser reine Elektromotor-Sound, der ist irgendwie diesem Auto überhaupt nicht angemessen. Dann doch lieber mit Porsche Sports Sound. Das ist dann eher so, wie man es vom Porsche erwarten würde. Wobei ich als langjähriger Elektroautofahrer ja die Dinger auch gerne fahre, deswegen, weil sie so leise sind. Und das ist natürlich hier in dem Porsche Taycan ja nicht so, wie man es von anderen Autos kennt, Elektroautos wohlgemerkt. Bei hier ist es eher so wie in so einem normalen Verbrenner Porsche. Jetzt habe ich die Müllabfuhr vor mir. Na super. Was für mich persönlich auch nicht so geil ist hier, ist die Rekuperation. Man kann sie zwar aktivieren und so und auch auf adaptiv stellen. Da gibt es ja auch einen Shortcut für. Aber jetzt habe ich sie mal an. Also er verzögert ja so gut wie gar nicht. Also klar wird er ein bisschen langsamer, aber das ist verschwindend gering. Das wünschte ich mir schon stärker, ne? Aber irgendwie muss das bei der Porsche-Klientel wohl nicht so angesagt sein, rekuperieren. Die wollen ja lieber richtig bremsen mit dem Fuß und dann wird natürlich rekuperiert, ist ja klar. Ui. Also der Sound ist schon geil, allerdings wenn man so mit Tempo 30 fährt, dann hört es sich so ein bisschen so an, als müsste man jetzt irgendwie noch mal ein bisschen höher schalten, weil er doch irgendwie künstlich hochdreht. Aber ich kann ja nicht höher schalten. Oder kann ich hier schalten? Nee. Aber ich meine, er hat ja irgendwie zwei Gänge, ne? Der Porsche, also der Elektromotor, irgendwie ein Zweiganggetriebe, was man aber dann irgendwie nicht richtig merkt, dass er da irgendwo einen Schaltvorgang drin hat. Ach so, ich hatte mir doch irgendwo hier... Bearbeiten. Trip. So. Übernehmen. So, jetzt bin ich im Büro angekommen. Jetzt packe ich erstmal ein bisschen, muss ein paar Dinge erledigen und dann geht's wieder zurück ins Homeoffice. Ja, ich arbeite tatsächlich fast nur noch im Homeoffice. Aber das ist erstmal eine andere Geschichte. Und was ist mir aufgefallen? Also ganz ehrlich, der Elektromotorsound, der ist schon ziemlich laut. Das ist der lauteste Elektromotorsound, den ich bisher überhaupt in einem Elektroauto gehört habe. Also schön finde ich es nicht, weil für ein Elektroauto, finde ich, da muss es still sein. Man kann ja den Sportsound anmachen, dann klingt der auch richtig geil. Aber mir persönlich geht es auf Dauer doch ein bisschen auf die Nerven. So, ich bin jetzt hier fertig im Büro, aber was ich euch noch zeigen wollte, war die Rückfahrkamera. So, jetzt seht ihr das ja und das sieht so aus, diese Linien, als würde ich gleich am Lack dieses Autos kratzen. Aber schaut euch mal im Seitenspiegel an, wie viel Platz da noch ist. Das sind locker 40 cm. Und diese Ansicht der Rückfahrkamera ist so verzerrt. Also ganz ehrlich, was ganz schön ist, ist hier dieses Klimamenü, dass man jede einzelne Düse so steuern kann. Das haben sie echt nett gemacht. Ist auch sehr präzise, finde ich. Also merkt man sofort. Mal auf Eco stellen. Das gefällt mir. Leute, nächster Aufreger für mich. Induktives Laden des Handys, ja? Also ich muss das hier aufklappen. So. Boah, fällt auch wieder zu. Und dann muss ich das Handy hier reinstecken. Und dann lädt es überhaupt? Ich sehe es nicht. Muss ich es mal andersrum machen? Vielleicht mal andersrum. So. Links abbiegen und danach wieder links abbiegen. Keine Ahnung, ob es lädt. Ich kann es nicht sehen. Ja, also ich weiß nicht. Das finde ich unterirdisch, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ihr seht ja dieses komische Display hier mit dieser wahnsinnig verzerrten Kameraansicht. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Jetzt kommt da gerade einer. Oh Gott. Und das verstehe ich nicht. Also mir wäre sowas als Ingenieur peinlich, sowas in einen Porsche einzubauen. So, liebe Leute,
ich muss echt sagen, ich bin doch ein bisschen geschockt, was Porsche hier teilweise so umgesetzt hat, in der Software hauptsächlich, der Bedienung, der Nutzerführung und der Software allgemein. Ich wollte einfach nur vollladen, weil ich morgen auf eine Langstrecke gehe, ne? Oder beziehungsweise ich wollte nicht ganz vollladen, ich wollte eigentlich nur auf 95% stellen. Also Ladegrenze. Ja, es fängt schon damit an, dass Porsche so beim Ad-Hoc-Sofortladen, wie sie es nennen, keine Möglichkeit hat, irgendeine Ladegrenze einzustellen. Also es ist so Fiat 500 Niveau, ja. Also ich muss dann im Prinzip von Hand in der App gucken, wie weit ist er denn. Er ist schon bei 90, dann breche ich mal eben schnell ab. Oder ich muss bis 100% vollballern. Und zwar jedes Mal. Also das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, Leute. Und was es dann gibt, denn man kann einen Timer einstellen, das zeige ich euch mal kurz. Also hier kann man jetzt einen Timer einstellen, oder muss man auf den Stift drücken, so. Und hier könnte ich jetzt einstellen, wenn ich jetzt auf Laden aktiviere, ja, dann ist das hier auch aktiv und dann kann ich hier eine Ladegrenze einstellen. Das gilt aber wohlgemerkt nur für einen Timer. Das heißt, wenn er automatisch irgendwie zu Hause an der Wallbox hängt und da dann loslegt zu laden, da kann ich das einstellen. Beim normalen Laden hier, ja, da ist keine Ladegrenze möglich. Es wäre doch so einfach, hier einfach irgendwie so einen Regler einzubauen, dass man hier über so einen Pfeil oder so hier eine Ladegrenze einstellen könnte. Also das hat mich doch wirklich geschockt, ne? Und das war das Erste. Und das Zweite war gerade, also ich habe morgen ungefähr, ja, 450 Kilometer Langstrecke bis nach Koblenz, Nürburgring. Da geht es hin morgen vor mir und habe dann die Route hier schon mal ins Navi eingegeben. Aber ich mal gucken wollte, wie lange brauche ich denn überhaupt? Das sind so 4,5 Stunden. Und habe dann die Route auch gestartet, um zu gucken, wie viel Ladestopps er dann eigentlich einplant. Ja, und ich war gerade währenddessen hier am Laden, zu Hause an der Wallbox und war so ungefähr bei 85%. Und ich gucke mir also die Route an und ein paar Augenblicke später sagt er dann, Ladevorgang abgebrochen. Und ich so, wieso hat er den Ladevorgang abgebrochen? Und ich war am Suchen und am Gucken und habe Stefan angerufen, woran kann es denn wohl liegen? Wir waren beide so ein bisschen ratlos und hinterher habe ich es dann rausgefunden, weil er dann irgendwie sagte, ich habe da nochmal eingesteckt, nochmal neu, ja, also den Stecker hier, den AC-Stecker. Und dann sagt er irgendwie, laden nicht möglich, Porsche Charging Planner aktiv. Habe ich ein bisschen gegoogelt, Porsche Charging Planner, was ist denn das? Ja, der Porsche Charging Planner ist im Prinzip die Ladeplanung im Navi. Moment, Porsche Ladeplanung im Navi ist aktiv. Richtig, ich habe ja die Route aktiv, also die Routenführung aktiv, natürlich mit der aktiven Ladeplanung. Und dann hat er gesagt, okay, solange die Route aktiv ist mit der aktiven Ladeplanung, da will ich dich doch nicht gleichzeitig hier zu Hause laden. Brech einfach ab. Also ja, wie seht ihr das? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich kann hier gerade gar nichts machen. Also der hat keine Offline-Karten, das will ich eigentlich jetzt sagen. Und per se ja kein Problem, weil das wird dann gleich draußen gehen, aber irgendwie auch doch. Weil wer in Deutschland das Handynetz kennt, der weiß, Offline-Karten machen da manchmal schon Sinn. Na gut, okay. Mann, ey, wirklich, ich krieg es nicht hin. Ich krieg es nicht hin, wirklich. Jens hat gesagt, dann musst du halt unten rechts blinken, auch wenn der dann nicht nach rechts zeigt, sondern nach links zeigt. Aber in dem Moment, wo ich dann schon wieder gucken muss, muss ich gleichzeitig auch schon wieder abbiegen und entweder schaffe ich es dann gar nicht zu drücken oder ich drücke irgendwie falsch. Fahren beschleunigt bei ihm auf 150, 160 und dann geht hier die Parade los und stresst dich. Alter, entspann dich mal, Tesla. Mann. So. Ja, selber schuld. Wenn ich jetzt nicht mehr einkaufen kann und morgen verhungern muss, bin ich selber schuld. Scheißen Dreck ist das Ding effizient, Alter. Wow. Chapeau. Also, die Karte geht auch an dich, Jens. Oder an dein Tesla. Übrigens, wenn ihr euer E-Auto möglichst günstig laden wollt und dazu auch beim Strom zu Hause Geld sparen möchtet, dann solltet ihr euch vielleicht mal Tibber angucken.
Tibba ist ein digitaler Stromanbieter mit einem dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keinen festen Preis pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und Tibba verdient nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr von 5,99 Euro im Monat. Der Strom wird genauso weiterberechnet, wie die Preise an der europäischen Strombörse sind, plus Steuern und Netzgebühren. Das Ganze läuft alles voll digital, das heißt, ihr habt mit der Tibba-App sogar Vorhersagen für den nächsten Tag, also wie werden sich die Stromkosten am nächsten Tag entwickeln, und zwar stundengenau. Damit könnt ihr euer E-Auto über die Tibba-App automatisch laden, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Also Tibba und Elektroauto, das passt perfekt zusammen. Damit ladet ihr nicht nur günstiger, sondern auch noch grüner. Denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre ja auch was für mich mit Tibba, dann habe ich für euch unten in der Videobeschreibung den passenden Link dazu. So, heute ist Montag, wir haben es jetzt kurz nach 6, ziemlich früh am Morgen. Und jetzt starte ich auf meine Langstrecke, es geht zum Nürburgring. Das sind von hier aus 434 Kilometer. Und wir brauchen, was steht denn da, 5 Stunden? Eieieiei, ich muss zweimal kurz laden. Ich habe zwar jetzt 100% drin, aber ich möchte natürlich an Ionity laden. Die Gründe kann ich euch nachher nochmal erzählen. Und die Ionities sind auf der A1 da Richtung Nürburgring leider so ungünstig, dass ich schon relativ früh lade, nämlich Dammerberge. Das ist 100 Kilometer von hier. Also eigentlich ist das ein Witz, ne, da jetzt schon zu laden. Aber das zweite Mal, der zweite Ionity auf der Strecke ist erst wieder in Remscheid. Und wenn ich da in Dammerberge nicht lade, dann muss ich zu langsam fahren, um bis Remscheid zu kommen. Und das will ich eigentlich nicht. Von daher ist der Ladestopp schon ein bisschen früher. So, und wir haben eigentlich eine Vollsperrung auf der A1 auch noch. Heute Nacht gab es irgendwie einen Unfall. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich bis dahin da bin, das dauert ja noch eine Stunde, anderthalb, dass es vielleicht bis dahin aufgehoben ist. Da sind jetzt noch Aufräumarbeiten. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird die Strecke relativ lang dauern. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Verkehr. Und worum es dann geht in dem Video, was ich da drehe, ja, das erfahrt ihr dann wahrscheinlich in einer Woche oder zwei. Wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das kann ich euch versprechen. Das wird heute auf jeden Fall eine tolle Fahrt, denn wir haben traumhaftes Wetter. Es ist total strahlend blauer Himmel. Über 20 Grad ist angesagt, sehr ruhiges Wetter. Naja, da machen die 500 Kilometer wenigstens Spaß. Und im Porsche Taycan sowieso, ist ja klar. Meine erste Langstrecke mit dem Porsche. Bin gespannt. Also, wir sind wie gesagt mit 100% Akku losgefahren. Wir fahren im Range-Mode, weil ich will ja hier nicht heizen. Ich will vernünftig fahren und auch möglichst weit kommen. Und ansonsten bin ich gespannt, wie der Porsche sich auf der Autobahn schlägt, wie viel er verbraucht und ja, wie so das Ladeverhalten ist. Also er soll ja bis zu 270 kW können und an der Ionity, da sollte er die Karten eigentlich voll ausspielen. Das Fahren hier macht natürlich tierisch Spaß. Wir haben ja super Assistenzsysteme, die laufen auch zuverlässig, finde ich. Also Porsche InnoDrive funktioniert gut. Es kann zwar nicht das, was der BMW i5 konnte, dass ich die Hände permanent vom Lenkrad lassen kann, aber im Prinzip ist es das übliche Assistenzsystem mit dem adaptiven Tempomat und Spurhalteassistent. Funktioniert aber eigentlich reibungslos. Kann man sich nicht beschweren. Ja, ich hatte vorhin gesagt, ich will nur an Ionity laden und das hat natürlich hier auch einen Grund. Also erstens ist natürlich Porsche Mitglied im Ionity-Konsortium, das heißt quasi Mitinhaber. Und zweitens kriege ich an Ionity natürlich die höchste Ladeleistung, also die 270 kW, die sollte Ionity locker schaffen. Und drittens ist dieses Auto mit Plug and Charge ausgerüstet. Das heißt, einstecken, Ladung startet ohne Karte. Das geht auch nicht an jeder Ladesäule. Und viertens zahle ich, beziehungsweise Stefan, dem dieses Auto gehört,
29 Cent die Kilowattstunde an der Ionity. Das ist natürlich konkurrenzlos günstig. Und da wäre ich ja bescheuert, wenn ich woanders laden würde, wo es teurer ist. So, deswegen Ionity. Das hat aber auch einen kleinen Haken. Und das betrifft hier die Ladeplanung. Das Navi hat eine super Ladeplanung, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Das heißt, wenn ich eine Langstrecke habe, plant es die Ladestops automatisch ein. Der Nachteil ist, ich kann nicht nach Anbieter filtern oder sagen, dass ich zum Beispiel nur an Ionity laden möchte. So dass eben auch EnBW, Allego, Aral Pulse etc. eingeplant werden. Und wenn Ionity nicht so günstig liegt, wie jetzt hier in meinem Fall, dann wird Ionity gar nicht eingeplant, gar nicht berücksichtigt. So hätte ich zum Beispiel nach der Ladeplanung hier einmal an Aral Pulse laden müssen oder sollen und einmal an Allego. Ja, und das wollte ich halt nicht, weil ich da mindestens doppelt so viel für den Strom bezahle. Ja, und deswegen muss man dann die Ionities von Hand raussuchen und sich die Strecke mehr oder weniger von Hand zusammenstellen, dass man von Ionity zu Ionity plant. Die kann man ja als Zwischenziel einstellen und dann entsprechend die Route, ja, sich manuell planen. Das ist ja, für so ein Auto finde ich einfach nicht angemessen. Und ich verstehe nicht, warum Porsche nicht in ihrem Navigationssystem bevorzugt Ionity auswählen kann. Weil sie doch gerade damit, mit diesem Anbieter, enorme Vorteile haben. Ist für mich unverständlich. Ich überlege jetzt, ob ich nicht tatsächlich den ersten Ladestopp doch auslasse und bis Remscheid durchfahre. Weil eigentlich habe ich 285 Kilometer Reichweite noch. Ich habe jetzt, glaube ich, 88% noch. Und bis Remscheid müsste ich das locker schaffen. Und das Navi sagt auch, ich muss nur eine Minute in Dammerberge laden, um irgendwie 5% oder so aufzufüllen, ja? Weil er irgendwie einen Sicherheitspuffer haben möchte. Wenn ich das nicht mache, komme ich zwar auch nach Remscheid, aber muss langsamer fahren. Ich glaube, von der zeitlichen Ersparnis tut sich das nicht viel. Ob ich jetzt einmal kurz lade und schneller fahre oder laden auslasse und langsamer fahre. Ich habe noch ein bisschen Kilometer, kann ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Was ist das hier? Es knarzt. Hier vorne an der A-Säule, vorne links Fahrerseite, knarzt es, wenn ich hier über die schlechte Autobahn fahre. Die ganze Zeit ein Knacken. Hätte ich jetzt vom Porsche irgendwie nicht erwartet. Ah, ich habe jetzt mal von Range Mode auf Normal umgestellt. Jetzt sieht das schon ganz anders aus. Erstmal ist die Reichweite drastisch gesunken. Wir sind jetzt bei 79% und haben noch 172 Kilometer Reichweite. Und außerdem sind die Ladezeiten plötzlich drastisch angestiegen. Jetzt muss ich nicht mehr nur irgendwie eine Minute nachladen in Dammerberge, sondern schon mal 19 Minuten. Zumindest laut Navi. Weil ich einfach mehr verbrauche. Wo liegen wir denn? Mal kurz mal gucken. Wir liegen jetzt bei 27,8 Kilowattstunden nach 75 Kilometer. Und jetzt fahre ich tatsächlich 160. Ist ja auch noch nicht schnell so richtig für einen Porsche. Und vorher bin ich eher 130 gefahren, weil da Geschwindigkeitsbeschränkung war. Jetzt kann ich mal ein bisschen schneller fahren, weil eigentlich, wenn ich eh laden muss, kann ja auch ein bisschen stehen, eine Viertelstunde, dann habe ich mehr Spaß am Fahren. Klasse ist auch, dass der InnoDrive Assist hier auch bei Tempo 160 einwandfrei funktioniert. Also ich habe den Spurhalteassistenten nach wie vor, der Tempomat ist nach wie vor drin. Ich weiß gar nicht, bis wann der geht. 200 oder Vollgas? 240 fährt er hier. Das werde ich heute aber nicht austesten. Aber das ist schon schön, wenn das auch bei der Geschwindigkeit funktioniert. Nicht so wie bei mir. 140 und dann Sense. Versteht man nicht. Aber so ein bisschen zuckt der Tempomat auch, wenn ich jetzt hier an den LKW vorbeifahre. Gerade hat er so ganz kurz leicht abgebremst. Also eine Mini-Phantombremsung würde ich es mal nennen. Kommt also auch bei Porsche mal vor. Alter Schwede, ich bin hier in einer Baustelle und fahre hier gerade auf der rechten Spur mit dieser gelben Markierung. Dann war da eine reguläre Ausfahrt mit diesen großen, dicken, weißen Markierungen, die rechts rausging. Und Spurhalteassistent ist ja drin. Eigentlich verfolgt er ja schön die gelben Markierungen, aber als ich dann gerade auf diese weiße, dicke Linie zugefahren bin, die rechts rausfuhr, hat er mich dann aber sowas von rechts rausgedrückt,
Das war ein wenig unangenehm. Das hatte ich bei meinem Tesla auch schon mal. Und alle zeigen immer mit dem Finger auf einen, ne? Aber ich meine, andere Hersteller haben scheinbar das gleiche Problem. Das ist doch eine kleine Befriedigung für mich jetzt gerade. So, jetzt sind wir angekommen in Dammerberge und laden hier kurz. Wir sind angekommen mit 64%. Jetzt sind wir bei 68. Wir laden mit knapp 100 kW. Ist natürlich nicht ganz so schnell, aber wir haben ja auch ziemlich viel noch im Akku. Eigentlich könnten wir bei 70 dann schon weiterfahren, wenn ich im Range-Modus fahre. Was sagt er mir hier denn, wenn ich nicht im Range-Modus fahre? Da soll ich bis 93% laden? Nee. Das wären 17 Minuten. Nee, das mache ich nicht. Ich glaube, ich fahre weiter im Range-Modus. 150 ist eine gute Geschwindigkeit. Ich muss auch nicht immer so rasen. Wir liegen auch gut in der Zeit und diese Vollsperrung hier auf der A1, die ist zum Glück weg gewesen. Das hatte ich ja gehofft. Und jetzt fahren wir wieder mal auf Range. Und jetzt macht er eine neue Ladeplanung. Sollte er zumindest. Genau. Plus eine Minute steht hier. Das heißt, ich muss noch eine Minute laden. Bis 71, sagt er. Jetzt bin ich bei 69. Naja, gut, ich werde vielleicht noch ein paar Prozent mehr laden, um noch ein bisschen Puffer zu haben. Aber das sieht dann schon anders aus. Ach so, Plug and Charge hat übrigens super funktioniert. Einfach einstecken und dann ungefähr eine Minute warten. Also es dauert bei Ionity immer so ein bisschen, bis die ganze Kommunikation hergestellt ist. Und dann hat er einwandfrei angefangen zu laden. So, jetzt haben wir 75%. Jetzt klemme ich mich wieder ab. Wir haben hier wirklich... ja, gerade mal so 5 Minuten gestanden. So, wir haben noch 30 Kilometer bis Ionity Remscheid Ost. Mal gucken, was haben wir denn jetzt am Verbrauch? Wie lange nicht mehr raufgeguckt? 24,9. 24,9 nach 268 Kilometern. Ja, es geht eigentlich dafür, dass wir doch relativ zügig unterwegs sind. Ja, Leute, das war bis jetzt ziemlich entspannt. Mit dem Porsche fahren macht einfach Bock. Und wir sind hier, glaube ich, mit, ich habe nicht genau hingeguckt, aber ich glaube so 30%, 29% angekommen. Und jetzt ist er schon bei 260 kW. Wir sind jetzt bei 37% Akkustand und ich lade jetzt halt, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich lade ich ziemlich voll, weil ich will hier noch kurz was essen, noch einen Kaffee trinken. Wir haben es jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir... 9.30 Uhr, das heißt eine gute Zeit fürs zweite Frühstück. Dann bin ich wahrscheinlich so gegen 11:30 da am Nürburgring. Das ist ja super, da bin ich ja gut durchgekommen. Tatsächlich könnte ich jetzt schon wieder losfahren. Ich habe nämlich jetzt schon wieder 46%, während wir hier reden. Also wie lange habe ich jetzt gestanden? 4 Minuten oder so? Und wir kommen jetzt mit 4% am Nürburgring schon wieder an. So, jetzt sind wir bei 87%. Ladeleistung ist nur noch 33 kW. Das heißt, ab jetzt lohnt sich das überhaupt nicht mehr. Wir klemmen also ab. Haben auch genug Saft im Akku. Ich glaube, wir kommen, was steht da? 46% sind wir am Nürburgring. Das reicht locker, um hier wieder hinzukommen. Also weiter geht's. Gestanden haben wir jetzt hier, glaube ich, 25 Minuten. Das ist doch genau die richtige Strecke für dieses Auto.
So, mein Termin ist zu Ende. War super interessant, habe viele Stunden Videomaterial gesammelt. Ja, jetzt geht's erstmal nach Hause. Wir haben noch 51% im Akku, 190 Kilometer beträgt die Reichweite. Das ist wirklich üppig im Moment. Wir müssen noch ein bisschen durchs Bergische fahren hier, durch die Eifel. Aber wir fahren natürlich zuerst wieder an den Ionity-Lader in Remscheid. Der ist von hier aus 135 Kilometer und da laden wir noch einmal und dann will ich versuchen, mit dem einmal Laden dann durch bis Bremen zu kommen. Und das Video, was ich heute gedreht habe, ich bin mir nicht sicher, in welcher Reihenfolge ich die Videos veröffentlichen kann. Entweder habt ihr es schon gesehen oder es kommt erst noch. Lasst euch überraschen. So Leute, in 17 Minuten von 19 auf 77% hochgeladen. Und jetzt geht's nach Hause. Wir kommen aber nicht ganz bis nach Bremen, weil ich wollte jetzt nicht noch stehen. Oh, ich muss ja da lang. Verkehrt. Wir haben jetzt 263 Kilometer Reichweite allerdings nur. Ja, nur weil es sind 319 Kilometer, nicht jetzt verfahren, nee, 319 Kilometer bis Bremen. Und das heißt, wir schaffen es nicht ganz, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr, noch länger da rumzustehen, weil ich hatte mein Baguette gegessen. Und jetzt sehe ich gerade, dass wir einen Stau haben von 24 Minuten. Na super, dann hätte ich auch noch stehen können. Ich wollte dann einfach weiterfahren. Dann stelle ich mich halt in Dammerberge noch mal 2 Minuten hin. Das ist mir dann egal, weil ab 77% ist halt die Ladeleistung auch relativ gering. Und dann hätte ich noch bis 90 hochladen müssen, um dann sicher nach Hause zu kommen. Und das war mir einfach dann zu lang. Das hätte noch eine Viertelstunde gedauert. Ja, und deswegen fahre ich jetzt weiter und mache noch einen Ladestopp. Der dauert dann aber keine Viertelstunde, sondern nur 5 Minuten. Also Zeit gespart. So, jetzt sind wir wieder da. Roadtrip ist zu Ende. Wir sind zweimal 441 Kilometer gefahren, also genau 882 Kilometer. Und auf der Rückfahrt hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von 21,8 Kilowattstunden. Gut, die Durchschnittsgeschwindigkeit war nicht so hoch, lag bei 88 km/h. Wir hatten aber auch ein paar Staus und wir sind auch, glaube ich, 30 Kilometer Landstraße gefahren. War also dann auch nicht so schnell. Ansonsten auf der Autobahn 130 bis 150. Ich bin auch mal kurz 200 gefahren. Aber diesen Verbrauch von 21,8 finde ich absolut okay. Ja, und so langsam neigt sich dann meine Porsche-Ausleihzeit dem Ende entgegen. Und Stefan holt dann bald sein Auto wieder ab. Dann wollen wir mal Resümee ziehen, wie ihm das Tesla Model S gefallen hat und wie mir jetzt insgesamt über die eine Woche der Porsche Taycan gefallen hat. Ich habe da so einiges zu erzählen.